einfach jetzt selber, alles Bruder. Here we go, at the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah, you know. Wa alaikum assalam, wie geht's, alles gut, Bruder? Auch alles Beste. Was geht ab, Maschine? Wie geht's? Leider ein bisschen leicht erkältet. Wie geht's, alles gut, Jungs? Deswegen mach ich Stimmung machen. Wie läuft's, alles gut? Ich hab den Jungs schon Foto gesagt, die haben schon Angst bekommen, Bruder. Da sag ich schon, Bruder, mit dem wollen wir nicht. Aber ich sag, dass sie hier ein Boxautomaten haben. Ja, Bruder, ist auch Zufall gewesen. Wir wollten eigentlich sonst, wir haben schon geguckt, die ganze Zeit überlegt. Man sagt jetzt mir, mein Bruder hat einen Laden ein. Ich sag, Bruder, wenn der einen Laden ein hat, worauf warten wir? Weißt du? So, deswegen kann man den Ball auch schön aufkommen. Ja, ja. Ist eigentlich schon mal gut aufgekommen, sag ich ehrlich. Der Herr zu meiner Rechten hat gesagt, in seinem letzten Video, genau, bei jedem Boxautomat, wo du bist, brichst du auch den Rekord. Richtig, Farm ist jetzt immer so gewesen, deswegen, ich bin überrascht, also nicht überrascht, ich bin gespannt, ob der Johnny mir das Wasser reichen kann. Wie gesagt, er macht das seit einem Jahr Kampfsport. Ich denke, deswegen, vorher hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass ich das auf jeden Fall gewinnen werde, aber dadurch, dass er jetzt, ne, seine Haltung und so, wie er schlägt, was er schon besser gelernt hat, als er vorher das konnte, denke ich mal, es wird auf jeden Fall ein spannendes Ding, sag ich mal so. Das auch zu Bodybuilding-Zeiten, ne? Auch zu Bodybuilding-Zeiten haben wir den ein oder anderen Rekord auch geschafft. Bei sehr gut. Dann wird es umso spannender. Was ich dazu sagen will, auch schon ganz oft mies dagegen geschlagen. Wir haben gerade darüber geredet. Ja. Hier ist ja so ein Schutz für dieses Metall. Ich habe einmal hier gegen geschlagen, das war einmal hier. Ja. Ich habe einmal so eine Kante hier erwischt, also da war wirklich zwei Wochen vorm Kampf, die Hand so fett angeschwollen. Da musste man alles Mögliche tun, nachts kühlen, tagelang, damit die Scheiße abschwillt. Also das kann auf jeden Fall gefährlich werden. Deswegen bitte nicht unbedingt nachmachen zu Hause. Ihr könnt es probieren, ein-, zweimal schlagen, dreimal schlagen, aber überschätzt euer Glück nicht, weil manchmal, wenn man zu oft, wenn man zu gierig wird, dann verfehlt man irgendwann und dann Chaos. Okay, dann Regeln gibt es nicht wirklich, jeder hat drei Versuche, haben wir gesagt. Genau, wir werfen jetzt eine Münze, Kopf oder Zahl und dann gucken wir, wer anfängt. Man will nicht anfangen. Man. Genau, man will auf jeden Fall nicht anfangen, man will mal der Underdog sein. Was nimmst du, Bruder? Kopf. Okay, dann Zahl, Kopf. Wirkst du mal. Oder soll ich anfangen? Ja, vergessen. Aber wir haben nicht gesagt vorher, wer anfängt. Achso, okay. Nein, mach. Der Gewinner darf aussuchen. Ach, der Gewinner darf aussuchen. Ach, okay, wenn du. Okay, stimmt. Okay, dann fang ich an sogar. Dann hast du recht. Hast du gerechnet? Ach, der Dame lassen. Beim ersten Schlag fast Rekord geworden, ist okay, aber. 89. Ist schon sehr stark. Was war gerade deine? Uff. Den habe ich in meiner Leber gespielt. Ah, ein mehr! Okay, schon mal 1-0, okay. So, ab geht's zum zweiten Schlag. Jetzt lehne ich mich ein bisschen mehr ins Zeug, Freunde. Sechs Stück. Jetzt habe ich ein bisschen Druck hier. 989. So, also es steht 1-1, Freunde. Es wird spannend hier. Jetzt müssen wir noch, genau. Jetzt zählt, ja. Okay, der Versuch jetzt zählt, oder? Der zählt. Okay. 97, ein mehr als vorher. Wieder mein eigenes Rock gebrochen. Okay, Bruder. Let's go. Entscheidender Schlag heute. Der saß, doch, der saß. Der war nicht. 96. Nein. Reicht nicht. Ui, ah, Ditsche. Stark, Bruder. Warum auch immer, ich hab dreimal dieselbe. Er hat auch krass, er hat dreimal dieselbe Zahl getroffen. Ich wollte dreimal dieselbe Zahl. Er hat Hattrick gemacht, dreimal dieselbe Zahl. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich hab mit Leuten damals auch solche Sachen gemacht, die auch in dieser körperlichen Fassung wie er waren, aber die haben wirklich, ungelogen, nicht die Hälfte von dem geschlagen, was er geschlagen hat, weil die einfach ihren Körper nicht richtig einsetzen können. Ich habe direkt bei ihm gemerkt, er kann das einsetzen. Deswegen, ich bin euch ehrlich, ich bin mit dieser Intuition eigentlich reingegangen, dass es eventuell knapp wird oder dass ich verliere, weil ich wusste halt, dass er jetzt Kampfsport macht und ich weiß, Leute, die Kampfsport machen, die wissen halt, ihr Gewicht gut einzusetzen. Sehr, sehr stark, also wie er geschlagen hat, ehrlich. Wenn man jetzt auf Aussehen guckt, würde ich sogar sagen, er sah immer härter aus als meiner. Deswegen aber, ja, die Zahlen sagen was anderes, deswegen machen wir trotzdem. Hey Bruder, komm, jetzt will ich mal sehen, was du schlägst. Okay. Hä, was ist denn? Ja, alles gut. Ja, gut. Also wirklich, ne, wenn man nur auf den Knall hört, ne? Ich würde denken, der haut wirklich Automaten gleich durch, ja? Auf jeden Fall, die Zahlen, weil ich hab auch den Backflip gemacht, ne? Ich weiß, die Backflip ist auch krass hier, ehrlich. Ich hab noch nichts gemacht, guck mal, er hat einen Backflip. Er hat mit Backpfeife 98 geschlagen. Der Typ wiegt 110 Kilo, der
bekannt in Essen für Backpfeifen, aber ich bin nicht so der. Frag mal, Mohamed Locke, wie du Locke schon gebrochen haben. Guck, wenn du bekannt bist für Backpfeifen in Essen. Oder hab ich gefreut, ja? Wir sehen uns. Mach's gut. Oh, mein Barbershop kommt vorbei. Bist du zufrieden? Ich hatte jetzt keinen Wettkampfdruck, dass ich mir dachte, ich muss unbedingt gewinnen. Nein, aber bist du zufrieden mit dem Schlag? Ja, oder? Ja, ich war immerhin fast 999. Ja, zufrieden wäre ich, wenn 999, wenn 1000 wäre, dann wäre ich zufrieden. Ich wollte nur eine Story machen. Du zwingst mich doch immer, Storys zu machen. Ja, ja. Hey, Freunde, ich bin Friseurladen, ihr seht Onyx Barbershop, ihr seht einen Boxautomat. Wen ihr nicht seht, ist Islam Bulatov, der hat gerade eine Boxautomat-Challenge mit mir gemacht. Weitere seht ihr auf YouTube, wir gehen jetzt erstmal essen. Ich war bis 7 Uhr wach, Bruder, für diesen scheiß Kampf. Aber Schafgard hat für den Schafgard-Kampf hat sich gelohnt. Ja, das für den Schafgard-Kampf hat sich gelohnt. Ich tue so, als ob ich den Kampf geguckt hätte und nicht von dir alles erzählt bekommen hätte. Ich habe den Kampf nicht geguckt. Aber Schafgard, falls du das siehst und Deutsch verstehst, hast du gut gemacht. Boah, ich habe ein mieses Loch da. Jede zwei Tage muss ich auffüllen. Nimmt destilliertes Wasser, kein normales Wasser, wenn ihr das macht. Aber da das eh rausläuft und dieses Kalk nicht so verkalkt, weil es eh rausläuft, ich tue es, als ob ich Ahnung habe davon. Verstehe. Ungefähr 60 zu 30 Verhältnis müsst ihr mischen. Und was mit den restlichen 10%? Weiß ich nicht. Aber irgendjemand, also Internet meinte 60. 60-40? 60-30. 60-30? 10% Puffer. Jetzt darf ich nicht daneben kippen. Oh je. Bist du eigentlich noch zufrieden mit deinem Auto? Ich hätte schon gern neueres. Gute Super, Leute. Da geht's jetzt endlich zum Essen? Jetzt geht's zum Essen. Ja, alle haben mies Hunger und sind sauer. Also so. Ihr wisst, wie die Leute, Menschen drauf sind, wenn man Hunger hat. Außer ich habe immer Hunger. Ich gehe nach dem Prinzip, wenn du hungrig bist, trainierst du besser, arbeitest du besser, machst alles besser. Bist der hat besseren Sound als dein Auto, ja? Aha. Weißt du noch, wo meiner elektrisch unten ist? Kann ich ein bisschen zurück, Jamal, kurz? Ja, geh mal kurz. Reicht? Schnell zu Reicht. Ich geh mal jetzt nach vorne. Ich geh mal nach vorne. Wie geht's? Speck. Du kämpfst nächste Woche, ne? Genau, ich kämpfe nächste Woche Samstag am 11.03. bei Sparta CF in Österreich, in Wien. Wird jetzt mein... Gegen Spürk? Patrick Spürk, genau. Ja. Ja. Danke vielmals, Bruder. Danke. Unterstützt alle. Danke. Ihr könnt natürlich Islam auch gerne mit dem Code Bulatov unterstützen. Ah, bei ESN? Bei ESN. Danke dir, danke dir. Die Codes mit OV am Ende sind die besten. Genau, das ist das. Wir haben auch gerade überlegt, vielleicht kommen wir doch vorbei. Ah, sehr gut. Wenn ihr Zeit habt, gerne. Ich lade euch auch ein. Ihr seid beide herzlich eingeladen. Also, wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei. VIP-Tisch ist für euch reserviert, dann schon mal. Wisst ihr Bescheid? Direkt am Ring. Ich komme dann mit. Dann glaube ich, kommen wir mit Krücken. Perfekt. Er wird ja operiert am Dienstag. Okay, okay. Ich werde übermorgen operiert, aber ich komme vorbei. Ja, korrekt. Hammer, wenn ihr Zeit habt, gerne. Wie gesagt, ihr seid eingeladen, Jungs. Also würde mich freuen. Perfekt, dann, ja. Dann unterstützt mich auf jeden Fall. Geil. Oder das ehrenlos lecker. Ich glaube alles. Jemand, der bei TikTok viral gehen möchte, der muss nur eins machen: reingehen. Wenn ich bei TikTok berühmt bin, weißt du, was ich mache? Ich gehe live, ich beleidige alle einmal durch. Guck mal, wie ich morgen berühmt bin. Ich bin morgen der berühmteste TikToker auf allen Erden. Und dann weiß ich, ich fordere jeden zum Kampf raus. Wenn ich jetzt in TikTok reingehe und ich und Johnny uns nur so, hey Bruder, wie geht's, alles gut, schön, bla bla. Da kommen vielleicht 2.000, 3.000 Leute rein. Aber gehe ich rein und ich sage immer zu, was ist mit dir so? Und dann passiert Streit, guck mal, was dann passiert. Benimmst dann du dich vernünftig im Internet, richtig. Kriegst du keine Klicks. Benimmst richtig. Du dich wie ein Idiot, kriegst du sehr viele richtig. Klicks. Stell mal auf, stell mal auf. Schreit um Rechnung, Bruder, schreit um Rechnung. Hat er bezahlt? Okay. Alles. Alles gut, Bruder. Walla, guck mal, das Problem ist, Bruder. Alles gut. Geben Sie das zurück. Diese. Also, ich nehme alles gerne, kein Problem. Okay. Wie viel ist genau? Chef, du nimmst diese. Aber hast du mit deiner Hand? Ja, geht nicht. Nimm diese. Bitte nicht haben. Bitte nicht haben. Nimm diese. Hallo, Schwester, nimm mal diese. Nein, diese. Bezahl einfach jetzt. Ja, alles, Bruder. Bitte, nicht so viel Erfahrung mit, ich sag mal, mit der Straße oder von ähnlichen haben, aber die kriegen ja auf jeden Fall einen miesen Kulturschock. Wolltest du mich was fragen? Ich wollte dich was fragen, ja. Was denn? Was geht jetzt? Ich weiß nicht, was geht. Wir gehen ins Café, spielen UFC und machen nochmal ein neues Duell. Jetzt musst du gewinnen, ja.
soll ich nehmen? Wen du nehmen sollst? Ja. Könntet ihr nicht John Jones? Silver gegen John Jones? Komm, oder ist das zu unfair? Nach. Warum? Nee, es passt. Ich bin ein guter Spieler, ich kann eigentlich mit jedem spielen. Gar nicht. Ich nehme John Jones. Wollen wir eine warme Runde machen? Ja, ja, noch eine. Einer wird zu warm werden? Komm. Ah, Bruder, ich sehe schon, Bruder, ja. Levels between us, Bruder. Hey, wer ist alles an, ja? Ich fisch. Oh, fuck, ich wollte genau dem. Nein, das macht er, ja. Nein, das wollte ich gar nicht machen, Bruder, ja. Warum? Ich will aber hat geklappt. Bruder, mit ihm, ich spiel blind für dich. Guck mal hier, Augen zu. Keine Ahnung. Oh. Augen zu, aber. Du weißt, dass Johnny dich gewinnen lassen hat, weil du Gast bist? Klar, das glaube ich auch. Ich denke, er hat mich gewinnen lassen, weil ich Gast war. An dieser Stelle muss ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft, Bruder. Vielen Dank von Anfang bis Ende. Ihr habt euch sehr gut um uns gekümmert, vielen Dank dafür. Ja, dann schauen wir mal, dass du in Zukunft auf jeden Fall einiges bewegst in der Szene. Danke, Bruder. Ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wir sehen uns nächste Woche eh schon wieder. Ja. Gesund. Es ist 22 Uhr, wir gehen jetzt nochmal eine Runde trainieren. Ihr habt gesehen, vorhin, wir waren essen, wir hatten Spaß, das Auto war voll. Jetzt ist das Auto leer, weil keiner Bock hat. Also kann ich auch verstehen, keiner hat Bock, 22 Uhr zu trainieren. Aber ich habe heute nicht trainiert, ich habe gestern nicht so ein gutes Training gehabt. Deswegen möchte ich heute ganz gern trainieren gehen. So, wir fangen ein bisschen an, zum Spaß haben, zum Reinkommen. Mit dem kleinen roten Ball. Körper ein bisschen zum Schwitzen bringen heute. Boxen 2 Minuten. Eine Minute als aktive Pause. Eine dieser Übungen, die ihr seht, Bauch. Bisschen was mit Bändern. Unterarmtraining. Dass man aktiv ist, aber nicht explosive Sachen macht. Jetzt geht's zum Beispiel weiter mit Boxen. Atmen, wieder rein. Wichtig für mich in den Pauseübungen ist, dass ich chillig mache, dass ich mich dabei ausruhe, aber trotzdem meinen Körper bewege. Unterarme müssen da sein. Unterarme und Hals und Nacken. Alles andere ist mir egal. Hier. Alles andere ist nicht mehr wichtig. Hals. Hals. Dabei. Hals. Vorhin hast du dich noch mit Islam unterhalten. Ja. Über welche Gewichtsklasse er schätzt, du kämpfen solltest. Was meint er da? Er hat das gesagt, was ich mir selber die ganze Zeit auch denke. Und zwar, dass man der beste Weg ist, im Schwergewicht zu starten. Ich werde jetzt, ich gehe in ein Gewicht rein, ich nehme ja ab. Das wird ein Gewicht sein, was ungefähr bei 105, 106, 107 Kilo sein wird. Das wird so mein, es ist jetzt mein Wohlfühlgewicht, ich bin bei 110, ich weiß, 30 Kilo weniger wird Wohlfühlgewicht sein. Da kann ich mich gut bewegen. Wenn du willst, kannst du von diesem Gewicht ganz leicht cutten und auf 93 Kilo kommen. Und wenn die Möglichkeit bestehen würde, eine Klasse runterzugehen, kann ich es machen. Werde ich aber nicht am Anfang, damit ich den Weightcut nicht mache, den unnötigen. Das ist auch immer verbunden mit Schwierigkeiten, mit Kraft und mit gesundheitlichen Abzügen, die man machen muss. Deswegen denke ich, die ersten 3, 4, 5 Kämpfe werden sicherlich im Schwergewicht starten. Zumal du als Kämpfer mit einer 0-0-0-Quote keinen Kämpfer kriegst, der schon 10 Kämpfe hat, keinen starken Gegner, also keinen etablierten starken Gegner. Das, was ich gerade gesagt habe, waren noch Islams Worte. Und in den Ligen zum Beispiel ist Schwergewicht sehr gerne gesehen, weil es eine Seltenheit ist. Wenige Leute kämpfen im Schwergewicht. Hat einfach viele Vorteile, im Schwergewicht zu starten. An der Stelle war es das jetzt mit dem Training. Ich versorge noch meinen Körper mit Proteinen in Form von Isoclear, mein Lieblingsway. Und das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Kommentiert sehr gerne, ob ihr mehr sehen wollt mit dem lieben Islam Bulatov zusammen. Hat sehr Spaß gemacht. Dankeschön, Islam, nochmal an dieser Stelle. Und Algorithmus, Kommentare, wir sehen uns im nächsten Video, inshallah. Bis dann. Ey, was ist das jetzt, Kreuzband? Hör auf, mich zu filmen, Mann. Warum? Bruder, es ist richtig. Willst du nicht auch noch was sagen dazu? Hör doch auf, Bruder. Es war doch voll gut, ja? Was denn? Weiß nicht, kleinen Abschluss. Ja, das Video ist Ende. Okay.